Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge X3 Elvion Verlot. Wir sind immer noch dabei, die Konvois zu beschützen. Ja, das machen wir mal ganz schnell hier. So. Da sind die ersten Piraten auch schon wieder weg. So, einmal die schicke Nova zerstören. Na komm her, müsste reichen. So. Vesper-Rakete. Ziel, verletzt Pirat, Bussard, Angreifer. So, den müssten wir auch noch schnell zerstören. Ich glaube, dass gerade der Transporter zerstört wurde. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall nicht der Konvoi. Dann springen wir mal schnell hier rüber. Oh, da ist das eingeschlagen. Okay. Frachtraum enthält nun Hummelrakete. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80. Sprung abgebrochen. Abbrechen und zu Westfall dahin. So, jetzt sowas. Ja, gut, einen haben wir anscheinend gerade verloren. Und der hier hat auch nicht mehr ganz so viel. 7%. Sie sprechen mit dem Auto. Was? Schön. Glauben Sie, dass Sie da. Was hat der denn noch so? Nix. Sie sprechen mit dem. Das. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Möchten Sie mit. Ihn mal schnell töten, das können wir machen. Nachricht. So, Konvoi ist mal kurz auf sich allein gestellt. Wir warten noch ein bisschen ab hier. Bis sie ein bisschen weit weg sind. 10%, 20%. Aber eine bessere Chance, sie zu zerstören. Erreiche System. Splitfeuer. So, kleine Schiffe sind jetzt nicht ganz so schlimm. Feuerreichweite. Terraner. Zimitar. Die größeren sind eher das Problem. Terraner. Katana. Ein Katana. Terraner. Zimitar. Feuern schon mal auf den. Und jetzt kommen sie alle. Ziel nach unten wegdriften. Und nach rechts driften. So nicht. Nein! Machen wir es nach unten. Ja, jetzt treffen wir uns. Aber wir treffen auch. Ups. Zerstört. Rakete im Anflug. Eingehende Nachricht. Schauen wir das noch? Terraner, Zimitar. Bin ich schon wieder so stundenlange reparieren. Okay. Das kriegen wir hin. Okay, das machen wir doch. Ja, bald. Gleich. Gespenstrakete. Gut, das hätten wir geschafft. Gerade so, nach Westen wollen wir. Sprungantrieb wird geladen. Ja, dann lassen wir mal. 10%, 20. Nicht, dass wir noch von den kleinen Jägern zerstört werden, das wäre ja nichts. Hier ist es.
System. Linie der Energie. So, den scheint es noch gut zu gehen. Argon, Konvoi, Merkur. Wo wollen die eigentlich noch ganz hin? Die wollen Wolkenbasis Nordwest. Oha, da haben sie aber noch einen ganz langen Weg. Und jetzt kommen noch Piraten. Nee, das ist nicht ganz so gut. Pirat, Discoverer, Aufklärer. Aber nur kleine kriegen wir ihn noch. Rakete. Die macht das schon. Hoffentlich. Ja, ein bisschen angetickt, okay. Kommen sie wenigstens zu uns. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. So nicht, nein! Den noch und den letzten. Ziel verlässt Feuerreichweite. Hummelrakete. Installiert. Angelenkter Gefechtskopf. Installiert. Hummel? Nicht ganz so schnell. Na, kommt er noch ran? Oh, hat die Rakete zerstört. Das geht ja gar nicht. Ziel ist nun in Feuerreichweite. So. Ja. Hier auf den Transporter schießen. Das wäre nicht so gut. Und weg mit dir. Ey, ich sagte weg. Weich doch nicht aus, Mensch. Das geht nicht. Noch kurz was machen. So, sollte reichen. Wenn er ausreicht. Dann eben so. Flammenschwertrakete. Frachtraum enthält nun Flammenschwertrakete. Cerberus. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ja, lang. Nicht, dass er hier dagegen prallt. Das will ich jetzt nicht. Okay, scheint zu gehen. Das ist doch super. So. Haben wir eine Benachrichtigung? Terrana. Jo, das Geld haben wir. Na, ein bisschen fehlt uns noch für ein Sonnenkraftwerk. Zumindest ein XL. Argon, Konvoi, Merkur. Der ist aber schnell. Okay. Das kann jetzt ein paar Stunden dauern, habe ich so das Gefühl. Wo auch immer die hinwollen. Noch mehr Piraten. Wir nehmen dann gleich die Amt. Oh, ha. Sind wir jetzt gleich hier? Pirat, Falke. Was sind die gleich wie gespawnt? Das geht doch nicht. Wir haben nicht mal die Chance, hier zu werden. Pirat, Harrier, Frachter. Ja, ihr macht kaum was. Ah, vielleicht haben wir die Chance, dass wir die Mission jetzt gerade verkacken. Hört sich zwar ein bisschen blöd an, aber Pirat, Bussard, Angreifer. Dann
Kann man wenigstens. Sag ich doch. Pirat Nova. Gescheitert. So, komm her. Wenn ich direkt anlegen kann, Voice Spawn, dann. Das ist auch kacke, die zu verteidigen. Pirat, Bussard, Angreifer. So, komm her jetzt. Nein! Pirat, Harrier, Frachter. Und der letzte darf auch noch weg. So, sehr schön. Dann können wir eine neue Mission machen, endlich. Sie sprechen mit dem automatisierten Hagen. Übernehmen Sie den Auftrag. Schiffe zurückholen. Agrarzentrum L Alpha. Können wir wieder so eine schöne Taxi-Mission machen? Sie sprechen mit dem automatisierten. Welche? Es gibt übermittle jetzt die Informationen. Umfliegen. Nö. Agrarzentrum L Alpha. Mehr gibt's dann aber hier nicht. Ah, ein bisschen schade. Eieiei. So schnell. Nehmen wir mal die Amun. Ist auch nicht schlecht. Kann den Zertau hier mal so ein bisschen rumfliegen. Sie sprechen mit dem Automat. Werden Sie die ein Schiff zurückholen. Hier haben wir auch noch einen Sporantrieb drin. Cerberus, Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ja, mit so einem mächtig beschädigten Schiff ist das ganz beschissen. Bescheiden. Sorry. Die Kämpfe halten trotz schwerer Verluste auf beiden Seiten in mehreren Sektoren an. Denn man kommt ja nicht so schnell vorwärts und ja. Erreiche System Argon Prime. So, hier ungefähr hin mal. Und mit der Moon alles abklappern. Wo ist er denn jetzt hier? Da. So, was gibt's hier Schönes? Alles etwas weiter weg. Alle drei da hinten. Munitionsfabrik Alpha. Den müssen wir dann mal ganz schnell hin. Ah, noch ein Stück. Was habt ihr denn? Nein, kein Schiff zurückholen. Ja, da hat es mal kurz das Spiel minimiert. Das ist nicht so schlimm. Ja, einfach weitermachen. Na? Achso, wir sind ja noch gar nicht auf 25 Kilometer ran. Sie sprechen mit dem Jetzt haben wir es aber auch. Ein Schiff zurückholen. Quantum Röhrenfabrik. Sie sprechen mit dem Sind Sie an dem Job interessiert? Die Folge schaffe. Na super. Cerberus. Ups, dahin. Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So ein Cerberus operieren kostet natürlich auch eine Menge. Mal gucken. Damit es ein bisschen schneller geht, könnte ich ja mal kurz Geld schieben und dann. Ach Quatsch. Mal gucken. Wie viel haben wir jetzt? 16 Millionen. Jo, das reicht für 3% oder 5. Naja. Jetzt wollen wir trotzdem erstmal ein paar Missionen machen. Nächste Sektor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%.
System, Herons Nebel. Erzmine, M, Gamma. Na, kriegen wir den noch schnell? Es dauert und dauert damit, 42 Meter die Sekunde ist nicht wirklich schnell. Sie sprechen mit dem... Was soll ich hätte? Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Oh, das könnte man gut hinkriegen. Wo ist denn hier die Tukan? Kommando akzeptiert. Komm mal her. So, dann ist jetzt hier einmal kurz. Kommando akzeptiert. Kommando abbrechen. Wir steigen in die Amun. Wird jetzt ein bisschen komplizierter. Aber am Ende läuft es auch selber bei raus. Einmal stoppen. Aussteigen. Tukan. In die Tukan rein. Erzmine M Gamma. Wir haben noch genug Energie zu sehen. Ja, 86. Sie sprechen mit dem Auto. Was so groß? Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Eingehende Nachricht. Gut. Irgendwie ein Sandkraftwerk? Nee. Aber eine Schiffswerft und Handelsstation. Farmslegende Minen. Okay. Der erste wird hier sein. Eine Handelsstation. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Wolken der Atreus da waren. Erreiche System. Wolkenbasis Nordwest. Andere Sonnenkraftwerke. Ja, freie Handelsstation dahin. Andock Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Wolken da. Wolken der Atreus. Nee, war nicht. Okay, Rolkse los. Da wollt noch was. Das wieso nicht. Ja, irgendwas ist heute ein bisschen los. Das Spiel wird damit minimiert. Hoffentlich wird das nicht ständig so sein. Ah, gut, wenn wir hier sind, dann können wir einen Abstecher hierher machen. Wird nicht so schlimm sein. So, und... ja, Iron Prime da. Nichts, Splitfire wird auch nicht sein. Iron Prime noch einer. Ist schon mal super. Ein Paranid Prime ist auch nicht, in Königstal ist auch keiner. Na schön. Dann machen wir einen kleinen Abstecher. Oder wir müssen ja. Die drei Welten ist ja nichts. Nee. Königstal war auch nicht. Gut, den. Gehen wir gleich zu Energiezirkulum? Ja, Energiezirkulum. Vorher holen wir hier den Typen ab. Lulibo. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Einmal rüber. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. So, von der Zeit her passen 1 Stunde 20. Erreiche System, Energiezirkulum. Sonnenkraftwerk. Wir nehmen jetzt einfach das nächste hier. Autopilot aktiviert. Sonnenkraft. Hat überhaupt was? Ja.
So viel kosten die ja nicht. So wie Sprit. Sonnenkraftwerke ja, die haben auch nur 16. Mir ist das sowieso egal. An alle Schiffe. Hier ist ja das argonische Oberkommando. Wir werden überrannt in Zentrum der Irgendwann sollten wir das mal machen, damit er auch mal endlich nicht mehr so viel redet. So, jetzt müssen wir zu Königsthal, dann würde ich sagen zu Volksreich mussten wir dahin. Ne, wir wollten ja Trios erstmal. Wahrscheinlich. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. System, Königsthal. Und zwar zu Schusswerft, genau. Dann zu Rolkslos, genau. Und Wolken der Atreus. Rolkslos, dann Wolken der Atreus. Dann war noch irgendwas mit Fahrenhabens Legende. Genau. Parani Prime, Argon Prime, Splitfeuer und Argon Prime. Splitfeuer ist ja auch hier. Dann hoch zu Argon. Ne, erstmal zu Argon Prime, dann zu Parani Prime, dann zu Splitfeuer. Und hier die einsammeln. Das sollte passen. Dann machen wir uns mal daran. Boron Schiffswerft. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Erstmal ihn abliefern. Wo können wir denn den nächsten einsammeln? An der Handelsstation. Sehr gut. Sehr schönes Lied. Wir werden gescannt. Ja. Der Scan Ihres Schiffs ergab keinen Anlass für weitere Untersuchungen. Weiterhin einen guten Flug. Danke sehr, mein Freund. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Dann geht es gleich weiter. Sprung hier haben wir mal Norden. 10%, 20%. Wir müssen wahrscheinlich nach Süden. Ah ne, die ist ja immer in der Mitte. Erreiche System. Rolkslos. Königliche Handelsstation der Boronen. Genau. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Jo, ist ungefähr in der Mitte. So, dann haben wir gleich die nächste oder den nächsten, wie auch immer. Dann können wir schon mal gucken. Plankton Farm. Aber erstmal militärische Außenposten. Dann. Der ist hier, also Norden. Okay. Schon mal ein bisschen planen. Bei denen sieht ja alles ganz gut aus. Der hat gerade eine Ladung Energiezellen bekommen. Hauptsächlich auf kleinen Asteroiden gebaut, da die gering. Sehr Quatsch. In der Gefechtskopffabrik du wird hast noch ganz viel. An Gefechtsköpfen für viele verschiedene Raketentypen hergestellt. Jede machst ordentlich Cash. Bei denen sieht es auch ganz gut aus. Das Reimwerk. Das Reimwerk ist die Fabrikation. Noch ein bisschen Karuna. Du bist voll. Du auch. Du baust immer noch ab.
Okay. Argonische Agrarzentren. Ja gut, ihr macht ja sowieso nichts. Schade, dass man die nicht verkaufen kann oder so. Glaube ich zumindest. Oder ging das nicht irgendwie? Naja. Tut. Okay. Verbindung zum örtlichen Herzlich willkommen Handelsnetzwerk an Bord. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. System, Wolken der Atreus. Militärischer Außenposten. Zum schönen Außenposten. Da gibt's den nächsten. Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ja, jetzt Cerberus. Ja, du kannst erstmal. Mal noch einzeln. Oder? Naja, Docke an. Die Cerberus. Kommando akzeptiert. So, nicht, dass jetzt alle rausfliegen. Machen sie nicht gut. Und die Cerberus. Du dockst bitte bei eurem Poem an die Schiffswerft. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, dann haben wir das schon mal. Gut. Einmal andocken. Yaren Rovan. Okay. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, Farnhams Legende. Planktonfarmen waren da unten. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Erreiche System. Farnhams Legende. Teladianiumgießerei. Planktonfarm. M. Alpha. Genau, welche wollte er? Die M. Beta. Planktonfarm. M. Beta. Die hat aber schon was abgekriegt. Kein Wunder, dass er da weg will. Autopilot aktiviert. So. Den haben wir. Also noch die Primes und Feuerrot. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Sieht doch sehr gut aus. Solange man kriegt die KI das wieder hin. Lotopunis Tassa Meos oder so ähnlich. Und dann fehlt noch Wien des Imperators, genau. Müssen wir auch noch hin. Wien des Imperators. Da. Der muss aber auch zu Iron Prime. Immer zu Split, Feuer, Parani Prime, Minus Imperatus, Iron Prime. Gut, dann passt das auch so. Achtung, Sicherheitsdienst. Wir haben einen 5, 8, 1 im Korridor. Wir haben nennenswerte Verluste erlitten. Unsere Stationen in Zentrum der Arbeit werden angegriffen. Jo, das interessiert uns trotzdem nicht so wirklich. Wo will er denn genau hin? Da. Was hat er? Erfolgreich an einem Weiterbildungskurs teilgenommen, okay.
Der auch? Okay, meinetwegen. Wenn sie meinen, dass sie das machen müssen. So, wo sind wir hier? Splitfeuer. Soyfarm. Sojafarm, genau. Soyfarm. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Dann passt das ja hier. Den nächsten Paranip Prime. Produktionskomplex schwere Waffen. Okay. Noch eine ganze Stunde hätten wir Zeit. Ja gut, so lange brauchen wir nicht mehr. Entschuldigt, hat das Schiff verlassen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Viel Spaß noch. So. Schweren Waffen, wo waren die denn? Waren die hier oben? Da war Bohrsystemfertigung. Da müssten Schilde sein. Also im Süden. Antrieb wird geladen. 10%, 20%. Ich hoffe, das ist auch richtig so. System Paranid Prime. Ja, genau. Das eine waren die mittleren Schilde. Produktionskomplex schwere Waffen Alpha. Sehr schön. Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Wo möchte er abgeholt werden? Bei Minen? Ne, Erzmine Epsilon. Epsilon merken, die Mine, naja, da gibt es tausende von da drin. Epsilon. Was ist denn? Im Norden. Also Westen, aber beim Nordtor. Gut. Der nächste Weg. Rutinus Tassamios Iohinis der Vierte. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Ich hoffe, ich habe das jetzt so schnell ganz richtig vorgelesen. Sprungantrieb. Wenn nicht, naja. 10%, 20%. Ist ja nicht ganz so schlimm. Er weiß schon, wie er heißt. Erreiche System. Minen des Imperators. Erzmine. M. Epsilon. Da ist Epsilon. Andere Seite. Wahrscheinlich eher da. Mal gucken. Süde, machen wir hin hier. Ja, den geht's gleich weiter zu Argon Prime. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Und zwar wahrscheinlich nach Osten. Springen wir noch nach Osten. 20, 30, 40. Und dann sind wir auch gleich durch. Erreiche System Argon Prime. Da hinten war Satellitenfertigung da irgendwo. Oder auf der Seite. Ne, da. Da ist es so. Satellitenfertigung. Wir wollen zu zielfolgende Raketen und das andere. Produktionskomplex. Zielfolgende Raketen. Alpha. Das andere war.
Föderationsbasis. Dann nehmen wir erst die. Also Börse, ja, natürlich. Undock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Dann nehmen wir erstmal schnell die Börse. Und geht's weiter. Erfolgreich ihre Flotten im Sektor Ketzers Untergang. Schalten Sie sie aus. Oh, schöne große. So, schönes Thumbnail. Kelmancapsid. Verbindung okay. Zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Mal schön mit dir zu fliegen. Jetzt hat er die zielfolgenden Raketen aus der Pfeiler genommen. Zielfolgende Raketen, Alpha. Da sind sie. Den. Mal schnell dahin. Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ja, und damit haben wir die Mission auch abgeschlossen. Yaren Yorvan hat das Schiff verlassen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Wie viel haben wir gekriegt? Eingehende Nachricht. Ein bisschen Bezahlung, gut. Wir stehen jetzt bei 17 Millionen. Wir brauchen noch etwa 2 Millionen. Es war unser Sonnenkraftwerk so rum aufbauen könnten. Ja, in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich soweit sein. Mal gucken, wie schnell ich den Centaur repariert kriege. Es kommt ein defektes Schiff an. Und ja, den schauen wir mal, wie weit wir hier noch kommen. Und wie groß unser Imperium noch wird. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es so war. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder zu X3 Albion Prelude. Bis dahin.